Liebe Freunde in Lateinamerika, in Südeuropa, zwischen Harz und Weser und natürlich auch in Angerstein. Herzlich willkommen zu unserer neuen Videoreihe. Wir wollen ab jetzt jeden Freitag um 18 Uhr eine neue Sendung, ein neues Video aufbereiten für euch. Freitagabend haben wir uns gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt. Da hat man sich schon ein schönes Wochenende gewünscht und die Laune steigt merklich an. Man freut sich, dass man die Pflicht hinter sich gelassen hat und nun zwei ungebrauchte Tage vor einem liegen, in denen man so richtig ausspannen kann, Dinge tun kann, wo einem niemand vorschreibt, was zu tun ist und was richtig und was falsch ist, man einfach mal fünfe gerade sein lassen kann und einfach das Leben ein wenig genießen kann. Kein Wunder, dass wir uns alle auf das Wochenende freuen, wenn auch sicherlich im unterschiedlichen Maße. Wenn man mir sagt, ein schönes Wochenende, dann kommt bei mir sofort immer der Gedanke hoch, Samstag heißt es, die Predigt vorzubereiten und Sonntag den Gottesdienst dann zu halten. Also für mich liegt immer ein wenig Arbeit vor, aber ich kann mir doch unmittelbar vorstellen, wie es Leuten geht, die 8 Stunden lang jeden Tag in einem Supermarkt gestanden haben, an der Kasse oder in einer Fabrik gearbeitet haben oder auch mit Schülern zusammen gewesen sind und die sich richtig freuen auf das Wochenende. Ich kann das also sehr gut nachvollziehen, durchaus. Es ist interessant, wir wissen eigentlich häufig gar nicht mehr oder machen es uns zumindest nicht klar, warum wir überhaupt ein Wochenende haben. Wir nehmen das als selbstverständlich, wie wir die meisten guten Sachen als was Selbstverständliches hinnehmen und nicht mehr fragen, warum wir sie haben, geschweige denn, dass wir dankbar dafür wären. Aber dass wir ein Wochenende haben, das haben wir nun wirklich dem jüdischen Volk zu verdanken. Jawohl, weil da das Gebot, du sollst den Sabbattag heiligen, den 7. Tag der Woche, weil am 7. Tag der Woche hat Gott von seinen Werken geruht und deswegen sollst auch du ruhen und diesen Tag heiligen, dieses Gebot so streng auch beachtet worden ist, dass es der ganzen Menschheit weitergegeben werden konnte und heute eigentlich in der ganzen Welt auch entsprechend akzeptiert wird. Das Besondere, was auch nicht alle Leute wissen, ist, dass der Sabbat, Samstag, für die Juden eben am Freitagabend anfängt. Und eigentlich und ursprünglich dann anfängt, wenn das Licht so dämmerig geworden ist, dass man einen grauen Faden nicht mehr von einem blauen Faden unterscheiden kann. Na, in unseren elektrifizierten Zeiten hat man das auch so ein bisschen angepasst und man hat es auf 6 Uhr gelegt, zumindest viele der Juden. Für die beginnt ab 6 Uhr abends dann der Sabbat und damit eine Phase des Luftholens, des Atemholens, der Freiheit auch von Fremdbestimmung. Und damit sind wir eigentlich schon sehr genau bei unserem Thema angekommen. Denn unsere Reihe freitags nach 6 soll beginnen mit der Auslegung der 10 Gebote. Die 10 Gebote sind meiner Meinung nach ein Schriftstück, was wir haben, was vielleicht am wirkmächtigsten überhaupt für die Menschheit geworden ist. Nicht nur, dass Millionen von Konfirmanden das auswendig gelernt haben, die 10 Gebote in unterschiedlicher Reihenfolge, das werden wir uns noch mal ein bisschen genauer ansehen, sondern auch, dass dieses Gesetzeswerk oder Regelwerk, wie man es nennen kann, als so etwas wie eine Magna Carta des Rechts gesehen worden ist. Nicht töten, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden. Das ist ein Grundgesetz, was sich verbreitet hat und was vielen Menschen auch heute noch unmittelbar einleuchtet. Ja, und trotzdem ist da so ein merkwürdiger Beigeschmack gekommen. In der letzten Zeit, wir sind ja im Wahlkampf drin, auch wenn man das nicht unmittelbar merkt und das alles so ein bisschen behäbig gerade geht. Und deswegen wollten wahrscheinlich ein paar Leute den Kessel etwas unter Dampf bringen und haben eine Plakatreihe gestartet. Und die blenden wir jetzt mal eben ein, diese Plakatreihe. Ja, genau, da sehen wir sie, die Kanzlerkandidatin der Grünen.
Und sie ist hier als moderner Moses, moderne Moses gezeigt, hat die zwei Gesetzestafeln in der Hand. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht wohlmeinende Kritiker gewesen sind, die sie so darstellen, sondern dass das Menschen sind, die das Schlimmste befürchten, wenn die Grünen in die Regierungsverantwortung kommen. Dann gibt es nämlich nur noch Gängelei und Gebote und Verbote und alles, was Spaß macht, darf man eigentlich nicht mehr tun. Das ist ja so ein Image, was man den Grünen auch immer wieder versucht anzuhängen. Versteht mich nicht falsch, ich denke wirklich, dass da auch was aufkommt in unserer Zeit, was nach so einer Zeit des Liberalen, jeder kann tun, was er will, Hauptsache er schadet dem anderen nicht, aber ansonsten eben jeder seines Glückes Schmied, dass wir jetzt tatsächlich auch wieder in so eine Phase eintreten können, eines moralischen Rigorismus, wo man ganz genau aufpassen muss, auch welche Wörter man spricht. Fast religiös werden Wörter mit Tabus belegt. Wehe, du sagst einmal das Wort Neger, auch wenn Martin Luther King immer von Negroes gesprochen hat, dem man doch sicherlich keinen Rassismus unterstellen wollte. Indianerhäuptling geht auch gar nicht mehr und wehe, dann muss man sich entschuldigen und sich distanzieren. Also das gibt es schon, solche Anzeichen, dass ein Rigorismus, der etwas wenig freudvoll daherkommt, nun Bahn bricht. Und ich glaube, dagegen kann man sich dann auch bewusst und richtig zur Wehr setzen. Trotzdem ist dieses Machwerk hier mit den 10 Geboten und unserer grünen Kanzlerkandidatin ein missglückter Versuch. Denn er suggeriert ja unterschwellig diese 10 Gebote und damit das Herzstück oder ein Herzstück zumindest des jüdisch-christlichen Glaubens, das ist eine Bevormundung und das wollen wir nicht haben und das ist negativ zu betrachten. Und so unter der Hand schwingt da Antisemitismus und antichristliche Einstellung mit. Und die Leute, die sowas in die Welt setzen, sollten sich das genau überlegen, ob sie das wirklich bedienen wollen, solche Gefühle. Aber wenn man etwas schlecht macht, dann heißt es natürlich nicht, dass die Retourkutsche besser wird. Meistens wird die Retourkutsche sogar noch schlechter als das Original. Und jetzt gucken wir uns die Retourkutsche an. Ja, genau, da seht ihr jetzt Herrn Laschet, den Kanzlerkandidaten der CDU, und auch er wird zum neuen Mose. Auch er hat die Gebotstafeln in der Hand und da stehen nur noch unsinnigere Sachen drauf, niveaulosere Sachen, wie man sich das eigentlich kaum noch vorstellen kann, dass man weiter sinken kann. Aber es geht immer noch ein Stück tiefer und auch hier, wobei ich vermute, dass die Menschen, die das kreiert haben, dieses Plakat anderes im Sinn haben und sich sehr dagegen sträuben würden, dass man ihnen das unterstellt. Auch hier schwingt Antisemitismus, antichristliches Denken und vor allen Dingen dummes Denken mit dabei. Und wir wollen so ein bisschen gegen diese Dummheit, diese weit verbreitete, jetzt einmal vorgehen mit auch schon dieser ersten Reihe der 10 Gebote, in denen ich etwas allgemein zu diesen Geboten sagen möchte. Aber gucken wir uns erstmal die 10 Gebote genau an. In einer Kurzfassung, später sehen wir sie dann auch in einer längeren Fassung. Ja, das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und es nicht verehren. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag, den Tag des Herrn, heiligen. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und schließlich das letzte Gebot: Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat und was ihm gehört. 10 Gebote, besser eigentlich gesagt 10 Worte, die dort aufgeschrieben worden sind. Dekalog, 10 Worte im Griechischen, 10 Weisungen, die dem Volk Israel gegeben werden. Das sollen Orientierungspunkte sein, Grenzmarkierungen,
die Gott uns schenkt, damit unser Leben in Gemeinschaft und in Freiheit gelingen kann. Sie gelten für uns heute in Deutschland, in Lateinamerika, in Griechenland, in Spanien, wie überall auf der Welt. Sie gelten heute nicht weniger als damals, als sie das erste Mal zu den Israeliten vor 3000 Jahren gesprochen worden sind. Und doch ist es auch sinnvoll und für ein tieferes Verständnis hilfreich, wenn wir den Ort und die Zeit und die Menschen bedenken, zu denen diese Worte zumindest und zunächst gesprochen worden sind. Martin Luther hat sich da gar nicht drum gekümmert. Er hat das alles aus dem historischen Zusammenhang ganz freimütig herausgerissen und dann nur noch aktualisiert. Er hat zum Beispiel einfach das zweite Gebot, das verbietet, ein Bild von Gott zu machen, unterschlagen, dann das letzte Gebot in zwei Gebote geteilt. Und auch das Gebot zur Sabbatruhe hat er in Feiertagsheiligung umgeschrieben. Aber er hat damit etwas Wichtiges außen vor gelassen und die Reformierten haben da nicht mitgespielt. Und da wir auch heute der Bibel mehr als Martin Luther verpflichtet sind, wollen wir uns auch von der Bibel leiten lassen. Und die Bibel erzählt uns, dass Mose diese Gebote diktiert wurden am Berg Sinai. Und zwar genau dort, wo Gott ihm viele Jahre zuvor das erste Mal in einem brennenden Dornbusch erschienen war. Und Gott zu Mose sprach und er sagte, ich habe den Schrei meines Volkes gehört. Und deshalb geh hin, geh nach Ägypten und sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Und Mose, nach vielen Widerständen, macht sich tatsächlich auf den Weg. Und er führt das Volk aus der Sklaverei, führt es durch das Rote Meer in die Wüste und dann direkt wieder hin zu diesem rauchenden Berg Sinai und vermittelt den Bund Gottes mit seinem Volk. Und also ist der Ort, auch wenn das vielleicht fiktiv ist, aber es ist doch bewusst dahingesetzt worden, so dass hinter dem Volk Israel die Knechtschaft in Ägypten liegt und vor ihnen das gelobte Land mit dem Versprechen Gottes an seiner Seite zu bleiben. Und so wird den Israeliten eben das Wort zum Leben mitgeteilt. Sie sind schon befreit, sie sind schon frei aus Unterdrückung und Zwang. Sie sind nicht mehr nur bloßes Mittel zum Zweck der Bereicherung ihrer Herren, nicht nur blinde Befehlsempfänger, sondern schon befreit, aufrechtgehende, mündige, selbstverantwortliche Menschen können sie sein. Aber noch sind sie lange nicht angekommen im Land der Verheißung. Noch sind sie voller Hoffnung und voller Sehnsucht. Noch sind sie unterwegs. Und deshalb ist es kein Zufall, dass die 10 Gebote, diese 10 Worte im Hebräischen, auch so ganz nach Zukunft klingen. Nämlich so, im gelobten Land, da wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst dir kein Bildnis von Gott machen. Du wirst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Du wirst den Sabbattag heiligen. Du wirst die Eltern ehren. Du wirst im verheißenen Land nicht töten und auch nicht getötet werden. Du wirst nicht Ehe brechen und man wird deine Ehe nicht zerbrechen. Du wirst nicht stehlen und du wirst nicht bestohlen werden. Du wirst nicht lügen und man wird dich nicht belügen. Ja, du wirst so glücklich sein, dass du nicht einmal das Gut deines Nächsten begehren wirst. Die 10 Gebote, man kann sie überhaupt nicht falscher verstehen, als wenn man meint, damit sollte die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden. Im Gegenteil, sie sind die Grenzmarkierung, jenseits derer ein Leben in Freiheit überhaupt nicht möglich ist. Grenzmarkierung, die das Kulturland abstecken. Jenseits davon liegt der Dschungel mit seinem Recht des Stärkeren. Ja, und auch das Dschungelcamp mit seinem grassierenden Schwachsinn. Wer die Grenzmarkierung Gottes überschreitet, der begibt sich einfach in Gefahr. Er begibt sich in Gefahr, aus dem gelobten Land wieder das Haus der Knechtschaft zu machen, in dem nur Willkür und Unterdrückung herrschen und schließlich dann unweigerlich Angst und Schrecken und Unterdrückung um sich greifen. Nicht nur bei den Armen, sondern auch bei den Reichen, nicht nur bei den Sklaven, sondern auch bei ihren Herren. Die Gebote, sie sind zu freien Menschen gesprochen und sie zielen darauf, dass diese Freiheit bewahrt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, diese 10 Gebote sind eine Einheit, die nicht zu zerreißen ist.
Und sie sind auch in ihrer Reihenfolge sehr wohl durchdacht und gut durchkomponiert. Wer meint, man könnte die erste Tafel von der zweiten lösen und also die Gebote, die sich auf Gott beziehen, von denen, die das menschliche Zusammenleben regeln, einfach trennen, der hat die innere Logik wahrscheinlich noch nicht ganz begriffen. Die Bibel will uns sagen, zuerst entscheidet sich die Frage nach Gott. Erst musst du klären, was das Wichtigste in deinem Leben ist, von dem du dir etwas sagen lässt, was du über alles liebst und verehrst, woran du, wie Luther sagen würde, dein Herz hängst. Dann ergeben sich auch die Fragen des menschlichen Zusammenlebens fast folgerichtig. Wer sich von dem lebendigen Gott angesprochen weiß, der in die Freiheit führen will und ihm antwortet, wer vor ihm also sein Leben verantwortet, der kann andere Menschen nicht mehr zum Mittel, zum Zweck degradieren. Und wer sich auf den lebendigen Gott und nicht auf die toten Götzen bezieht, der kann einfach nicht mitmachen beim Tanz ums goldene Kalb. Für den gibt es Wichtigeres als Reichtum und Macht, ja auch Wichtigeres als sein eigenes Glück. 10 Gebote, 10 Worte des Lebens, gegeben, um die Freiheit zu bewahren und zu schützen. Grenzsteine, die man nicht ohne Schaden missachtet oder verschiebt. Es kommt darauf an, diese Worte zu hören, zu meditieren, immer am Wochenende, sehr gut. Und zu beachten, diese Gebote, und sie dann auch den kommenden Generationen weiter in die Hand zu geben. Damit die Beliebigkeit eingedämmt wird und Orientierung geschaffen wird. Damit die Gesellschaft nicht weiter verroht und in Korruption verfault, sondern menschliche Beziehungen von Liebe und Respekt geprägt werden. Damit nicht geschieht, was in einem Gleichnis berichtet wurde. Ein Gleichnis, das erzählt, dass auf einer Insel Kinder lebten, glücklich und zufrieden. Sie spielten furchtlos auf der ganzen Insel und sie sorgten sich um nichts. Bis eines Tages einer der älteren Jungen eine Mauer entdeckte. Er holte die anderen sofort zu sich und rief empört: "Seht her, man hat uns eingesperrt. Man will unsere Freiheit beschränken und uns klein halten. Kommt alle her und lasst uns die Mauer einreißen." Die Kinder waren einverstanden und schon begann man, einen Stein nach dem anderen abzutragen. Schließlich lag die Mauer am Boden. Aber hinter der Mauer, wo sie gestanden hatte, tat sich ein jäher Abgrund auf, der tief zum Meer herabstürzte. Erschrocken wichen die Kinder zur Mitte der Insel zurück. Von dem Tag an wagten sie nicht mehr, miteinander zu spielen. So sehr lähmte sie die Furcht vor dem Abgrund. Gott will keine Verängstigten, keine Gehetzten, keine egoistischen Kinder. Gott will fröhliche Menschen, deren ganzes Leben zu seinem Lob dient. Gott will, dass unser Leben gelingt. Das Leben von freien Menschen gelingt. Deswegen lasst uns auf sein Wort hören, lasst uns darauf vertrauen, dass er geredet hat, nicht um uns einzuschränken, sondern um dir und mir ein Leben in Gemeinschaft und in Freiheit zu ermöglichen. Er will, dass es dir und deinen Kindern wohlergehe und du lange und glücklich und frei lebest auf Erden. So soll das sein. Amen.